Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere Vermittlungsnachricht ist heute nicht so toll. Die vor einer Woche vorgestellte Hunderasselbande hatte bisher nur eine Interessentin. Leider aber ist aus dieser Vermittlungschance auch nichts geworden. So werden für die vier jungen Yorkshire Terrier Mischlinge weiterhin neue Bleiben gesucht. Der schöne große Kater Willi soll heute nochmal vorgestellt werden, weil er in der Gefangenschaft sehr unglücklich ist. Willi konnten die Zuschauer unserer Serie von Tiere suchen Menschen schon einmal sehen. Er wurde daraufhin auch vermittelt. Leider kam er in die Arche Noah zurück, weil er mit Kindern nicht so gut klarkommt. Der Kater hatte einst in der Innenstadt von Gotha gelebt und wurde dort versorgt. Eine Tierschützerin nahm Willi mit nach Hause in eine Wohnungshaltung, was dem freiheitsliebenden Willi allerdings überhaupt nicht gefiel. So war er das erste Mal ins Tierheim gekommen. Der Kater ist menschenfreundlich, schmust gern, bestimmt aber selbst, wann er seine Ruhe möchte. Das können Kinder meist noch nicht erkennen, weshalb lieber keine Kinder im neuen Zuhause wohnen sollten. Willi ist natürlich kastriert und im besten Katzenalter. Er braucht dringend ein Revier, wo er der alleinige Chef ist und immer auch nach draußen kann. Es ist sehr traurig, wenn man den armen Kerl in der Gefangenschaft leiden sieht. Das kleine Stückchen Freiheit, durch Gitterstäbe nach draußen zu schauen, genügt ihm einfach nicht. Vielleicht schauen Katzenfreunde heute Willis Vorstellungen und retten ihn ganz schnell aus dieser Not. Katzenkenner werden dringlich gesucht, die ihn verstehen, ihm Schutz und Freiheit geben, damit er wieder ein glücklicher Kater Willi sein kann.